Hoi miteinander, ich freue mich sehr, dass ich diese Botschaft mit euch teilen darf. Das ist wirklich ein Vorrecht. Und ich erkenne, dass wir in einer schwierigen, komischen Phase sind. Aber ich bin Gott sehr dankbar, dass wir trotzdem solche Möglichkeiten haben, gemeinsam zu sein, Gottes Wort zu studieren. Und ich bete, dass das, was er zu uns heute sagen möchte, ganz, ganz tief in unserem Herzen geht. Zum Anfang möchte ich beten und lade ich dich auch dazu, mitzubeten. Ja, Herr, vielen Dank, dass du in jede Situation hineinkommen kannst, dass auch durch ein Bildschirm, durch ein CD kannst du uns sprechen, dass du dein Wort aufmachen kannst, damit wir sehen können, was du uns zeigen willst, dass wir hören können, was du zu uns sagen hast. Und ich bete, Herr, dass das wahr wird in diesem Moment, dass du zu uns sprichst und dass wir dich erleben können. Amen. Ja, wir leben in spannenden Zeiten. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, wir leben immer in spannenden Zeiten. Aber in solchen Momenten wie jetzt werden wir uns dessen bewusster. Jeden Tag werden wir mit verschiedenen Stufen der Angst konfrontiert. Wir werden mit verschiedenen Dingen konfrontiert, die uns schaden oder die Art und Weise verändern könnten, wie wir unser Leben leben und die Welt verstehen. Aber die meisten Dinge, die uns ein Gefühl der Angst wecken, werden schnell also irrelevant oder unwahrscheinlich außer Acht gelassen, weil wir uns selbst davon überzeugen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Situation tatsächlich eintritt, sehr gering ist. Zum Beispiel sagte der Bundesamt für Statistik im Jahr 2018, dass 18.033 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt würden. Und von diesen 18.033 Menschen 233 ihr Leben verloren. In den meisten Fällen, wenn du und wenn ich in ein Auto steigen, sind wir uns bewusst, dass wir ein reelles Risiko eingehen, das zu Verletzung oder zum Tod führen kann. Aber bewusst oder unbewusst denken wir in unserem Kopf noch und überzeugen uns davon, dass die Chancen, dass ein Unfall passiert, so gering ist, dass wir keine Angst haben müssen. Andere Situationen jedoch fühlen uns so sehr mit Angst, dass wir nicht normal denken können und von Angst und der Möglichkeit, was passieren könnte, überwältigt werden. Ich erinnere mich letztes Jahr, als ich mit meiner Familie im Jugendhaus Savies war. Wir hatten gerade Abendessen gegessen und Emily, unsere älteste Tochter, wollte nach oben laufen, um als Erste in unserem Zimmer zu sein. Ich habe gesagt, sie darf gehen. Ich habe dann die letzten Sachen am Tisch aufgeräumt und dann bin ich hochgegangen. Als ich hochgekommen bin, habe ich ihren Namen gesagt, aber ich habe sie nicht gefunden. Ich habe dann unter dem Bett geguckt, ich habe überall gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden. Ich habe angefangen, so richtig eine Angst gehabt, aber dann habe ich gedacht, vielleicht ist sie irgendwo anders. So, wir haben gesucht, die Mani und ich, wir haben gesucht und haben gesucht, und obwohl wir uns in einer sicheren Atmosphäre befanden, war die Tatsache, dass wir unsere Tochter nicht finden könnten, schrecklich. Die schlimmsten Möglichkeiten gehen durch unser Kopf. Nach 15 Minuten kam sie schließlich heraus und sagte, sie habe sich von uns versteckt und spielte Verstecken. Jetzt musst ihr verstehen, 15 Minuten erscheinen nicht wie eine lange Zeit, wenn wir Fernseher gucken, aber wenn wir unsere Tochter nicht finden können, dann erscheint das wie eine Ewigkeit.
Obwohl alles in Ordnung war, verspürten wir in dem Moment eine echte Angst und hatten keine Ahnung, wie wir reagieren sollen. Und in Johannes 20, 19 bis 23 sehen wir einen Text. Ein Text, der die junge Jesu beschreibt, als sie voller Angst waren und nicht wussten, wie sie reagieren sollten. In Johannes 20, 19 steht: Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. In diesem Text, es sagt, wie diese Jünger voller Angst waren und sie nicht wussten, wie sie reagieren sollten. Und um diese Geschichte wirklich zu verstehen und einzuordnen, müssen wir verstehen, dass die Jünger Jesu gerade erlebt haben, wie Jesus gekreuzt worden war. Und mit dem Wissen über das, was wir, du und ich, heute verfügen, wissen wir, dass Jesus auferstanden war und dass schließlich alles gut werden würde. Aber in dem Moment wussten es die Jünger nicht. So denkt darüber nach, der Mann, dem sie jahrelang gefolgt waren, der Mann, der sich gelehrt hatte, zu dem sie aufschauten, war gerade an einem römischen Kreuz gekreuzt worden. Sie befanden sich in einer Situation, in der sie zu Recht Angst hatte. Denn wenn jemand sie mit Jesus in Verbindung gebracht hatte, könnte auch ihr Leben in Gefahr sein. Das finde ich verrückt. Was für Emotionen, Unsicherheiten, Fragen. Es gibt einen Grund dafür, dass sie die Tür verschlossen hatten und Angst hatten. Aber die Textstelle geht weiter. Es steht: Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagt: Freude sei mit euch. Wir können darüber lesen, ohne dass das tief in unseres Herzen geht und wir wirklich verstehen, was gesagt wird. Und deshalb möchte ich eine Aufmerksamkeit auf zwei wichtige Beobachten lenken. Das erste ist, es heißt, Jesus sei plötzlich in ihrer Mitte gewesen. Obwohl wir uns wünschen würden, dass es anders ist, ist es so oft bei Jesus. Oft befinden sich das Volk Gottes in schwierige, herausfordernde Situationen, in denen es verwirrt ist und die Situation so hoffnungslos erscheint. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte schon so viele Momente, in denen ich emotionalen Schmerz oder Verwirrung erlebt habe und mich gefragt, ganz tief: Herr, wo bist du? Wie kann das jemals besser werden? Ich bin in Situationen gewesen, in denen ich es für unmöglich hielt, dass sich etwas ändert. Und dann, plötzlich, kommt Jesus in eine wundere Situation und beginnt sich zu klären. Die Vergebung wird ausgesprochen und was erscheint so verwirrend war, ist plötzlich so klar. Freunde, ich weiß nicht, in welch verletzende, verwirrende Situation du dich gerade befindest, aber ich weiß, egal wie kompliziert es ist, dass wenn Jesus auftaucht, und das wird er letztendlich tun, deine Verwirrung in Klarheit verwandelt werden kann, dein Schmerz in Freude, deine Bitterkeit in Vergebung. In deine Situation, in all unseren Situationen brauchen wir Jesus. Wir brauchen ihn, damit er erscheint und Licht in der Finsternis spricht. Denn mit nur einem Wort von ihm endet sich alles. Mit seinen Worten wird das Unmögliche möglich. Das zweite Beobachtung, die ich machen möchte, sind die Worte, die Jesus sagt. Friede sei mit euch. Das war damals die typische Begrüßung.
Aber es ist unglaublich, darüber nachzudenken, was Jesus wirklich sagt. Er spricht diese Worte zu seinen Jungen, den Menschen, die ihn im wichtigsten Moment seines Lebens verlassen hatten. In dem Moment, in dem es am wichtigsten war, waren sie nicht da. Man würde erwarten, dass das erste Antwort nach einem so großen Moment eine Korrektur, Zurechtweisung oder eine Frage ist. Wo wart ihr? Warum seid ihr nicht bei mir geblieben? Aber das ist nicht das, was Jesus sagt, sondern er sagt, Friede sei mit euch. In einem der emotionellsten Momenten, die du und ich uns vorstellen können, spricht Jesus Frieden in die Situation hinein. Und dann heißt es in Vers 20, und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Verrückt. Sagt, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Eine verwirrende Situation, die hoffnungslos scheinen, verwandelt sich plötzlich in Freude, weil sie sahen und ich schätze, sie verstanden haben, was gerade geschehen war. Das Thema Sehen und Glauben zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch von Johannes. In Johannes 3 spricht Jesus mit Nikodemus und erzählt ihm, dass Mose in der Vergangenheit eine Schlange in der Wüste hochhält, damit jeder, der an sie anschaut und sieht, gerettet werden kann. Doch dann geht Jesus noch einen Schritt weiter und sagt, dass eines Tages der Menschensohn Jesus Christus ebenfalls hocherhoben wird, dass er aufgerichtet wird, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er stellte den Vergleich an und sagte, wer diese Schlange sieht, lebt er. Aber wer Jesus sieht und an ihm glaubt, wird ewig leben. So damals mit Mose war das eine Sache von Sehen und dann könnte man das Leben hier auf der Erde haben. Aber Jesus sagt, wer mich sieht und an mir glaubt, wird ewige Leben haben. Und in Johannes 20,20 heißt es, dass sie sahen, aber ihre Reaktionen zeigt, dass sie nicht nur sahen, sondern glaubten und wussten, dass Jesus der war, der er sagte. Sie wussten, dass der Erlöser der Welt in ihrer Mitte stand und es heißt, da würden die junge Frau. Liebe Freunde, inmitten von Chaos, Schmerz, Angst und Leid haben wir den besten Grund, fröhlich zu sein. Jesus, der König, hat das Grab besiegt, erlebt und kommt in die chaotischsten Situationen und verwandelt Angst in Frieden, Trauer in Freude. Und in Vers 21 wiederholt er sich und er sagt, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich liebe das. Oft, wenn wir an Mission denken, denken wir an Matthäus 28. Geht nun hin zu allen Völkern und macht sie zu Jungen. Aber dies hier ist Johannes' Version des Missionsbefehls. Denk darüber nach. Inmitten eine schwierige, verwirrende Situation sendet Jesus sein Volk genauso aus, wie der Vater ihn gesandt hat. Das ist eine klare Einladung zur Mission. Aber so oft missverstehen wir, was Mission bedeutet. Und wir geben ihr eine Definition, die die Bibel nicht gibt. Mission kommt von diesem lateinischen Wort senden. Das ist die Übersetzung hier von dieser Stelle. Senden, Mission. Und in diesem Abschnitt gibt Jesus eine kleine Definition dessen, was es bedeutet, an seiner Mission teilzunehmen. Nämlich, von Jesus gesandt zu werden, sodass er vom Vater gesandt wurde.
Wodurch wurde Jesus gesandt? Und ich persönlich, ich könnte Stunden, Wochen, Monate, sogar Jahre damit verbringen, über die Komplexität der Art und Weise zu sprechen, wie Jesus gesandt wurde. Aber der Zeit zuliebe möchte ich mich nur auf zwei Merkmale konzentrieren, die ich glaube für uns heute relevant sein könnten. Und das erste ist, Jesus wurde vom Himmel gesandt, was offenbart, dass er in einem Geist der Demut kam. Johannes 1 spricht darüber, wie Jesus bei der Erschaffung der Welt anwesend und aktiv war. Er war an dem besten, spektakulärsten Ort, den du und ich uns vorstellen können. Und in Demut kam er herab und wurde in einem Stall geboren. In Philipper 2, 6 bis 8 heißt das: Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtet auf alles. Er nahm die niedrige Stelle eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er niedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Das Beispiel Jesu fordert uns, Demut zu leben und zu dienen. Aber unser Herz, ihr Leben, ist so verwirrt und mit Sünde infiziert, dass wir in den täglichen Versuchungen leben, stolz zu sein. Und uns verbessert zu halten, was wir wirklich sind. Wir sind verwöhnt werden, voll vom Luxus des Westens und haben angefangen zu glauben, dass wir irgendwie den Ehrenplatz verdienen. Aber Jesus erinnert uns daran, dass der beste Weg der Weg der Demut ist. Mit den Worten, die Paulus im Philipperbrief schreibt, tut nichts, sagt er, tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet anderen höher als euch selbst. Er sagt, denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Ihr Lieben, aus diesem Grund hat Jesus die Füße von seinen Jüngern gewaschen. Aus diesem Grund hat Jesus mit den Menschen gesprochen, dem anderen Menschen nicht sprechen wollte. Er diente demütig im Wissen, dass es der Wille seines Vaters war. Meine Frage, ganz ehrlich heute ist, machst du das? Mach ich das? Liebst du demütig, wie Jesus es tat? Ein zweites Merkmal, wie Jesus gesandt wurde, ist, dass er ganzheitlich lebte. Das heißt, er lebte kein Leben mit getrennten Lebensbereichen, in den eigenen als geistlich und anderen als nicht so geistlich bezeichnet würde. Nein, jeder Aspekt seines Lebens war relevant und Teil der größeren Geschichte Gottes. Ich glaube nicht an die Vorstellung, dass Mission oder Dienst in Gottes Gemeinde nur die Dinge sind, die am Abend nach getaner Arbeit oder an den Wochenenden stattfinden, wenn wir uns endlich freiwillig melden können, um etwas zu tun. Jesus zeigt uns, dass jeder Aspekt seines Lebens eine Gelegenheit war, seinen Vater zu verherrlichen und Teil dessen zu sein, was Gott inmitten seiner Schöpfung tat. Wie anders würde dein Leben aussehen, wenn du dir das Beispiel Jesus zu Herzen nehmen und verstehen würdest, dass alles, was du tust, das Potenzial hat, von Gott für seinen herrlichen Plan verwendet zu werden. Ihr Lieben, Gott gebraucht gewöhnliche, normale Menschen,
die gewöhnliche und normale Aufgaben erledigen und nimmt sie und verwandelt sie in etwas Außergewöhnliches. Ich bin sicher, dass diese Frau in Johannes 4, als sie Wasser aus dem Brunnen schöpfen ging, sich nie vorstellen könnte, dass sie in ein Gespräch verwickelt würde, dass ihr Leben für immer verändert würde. Und ich bin sicher, dass die Jünger, als sie an diesem Morgen aufwachten, um fischen zu gehen, so wie sie jeden Morgen gemacht haben, sich nie vorstellen könnten, dass sie etwas erleben würden, dass ihr Leben für immer verändert würde. Freunde, unser Leben besteht nicht nur aus Hocherfahrenen. Es baut auf täglichen, gewöhnlichen, normalen Entscheidungen auf, die Gott nimmt und für seinen herrlichen Plan verwandelt. Das bedeutet also, dass du bei der einfachsten aller Aufgaben an Gottes Mission teilhaben kannst. Du siehst vielleicht nie das volle Ausmaß deiner einfachen Handeln, aber es gibt keinen Ersatz für das tägliche, treue Leben mit Christus. Wir lieben es, diese Heldengeschichte zu hören und berühmte Menschen zu bewundern. Aber möchtest du wissen, wen ich bewundere? Ich bewundere eine lange Liste von Menschen, deren Namen du wahrscheinlich nie hören wirst. Menschen, über die nie ein Buch geschrieben werden wird und die die Geschichte wahrscheinlich vergessen werden. Ich bewundere Menschen, die Christus treu nachfolgen, koste es, was es wolle, und die jeden Tag mit der Perspektive zur Arbeit gehen, dass das, was sie tun, von Bedeutung ist und in Gottes Reich Bedeutung hat. Ich bewundere Menschen mitten in nirgendwo, in Chile, in den USA, im Nahen Osten und auch in Appenzellerland. Freunde, folgen wir dem Beispiel Jesu. Lass uns demütig dienen und erkennen, dass alle Bereiche unseres Lebens eine Gelegenheit sind, dem einzig würdigen, unserem Vater im Himmel, Ehre zu bringen. Lass uns nicht trennen, das, was wir für Gott tun, von dem, was wir gerade tun. Gott ist der König über unser gesamtes Leben und er möchte alle Stunde unseres Lebens nutzen. Nicht nur die Stunde, die wir als geistlichen Dienst bezeichnen. Also aus Erinnerung. Jesus kommt in unsere Situation und er verwandelt Schmerz in Freude, Bitterkeit in Vergebung, Verwirrung in Klarheit. Er spricht Frieden in Situationen, in denen wir ihn am meisten brauchen. Und zweitens, Jesus sendet uns so, wie der Vater ihn gesandt hat. Demütig und mit der Absicht, dass alle Bereiche unseres Lebens ihm Ehre bringen sollen. Und ihr Lieben, als ein guter Student, der auf der Bibelschule aufgepasst hat, weiß ich, dass jede gute Botschaft 3 Punkte haben sollte. Aber ich will ehrlich zu dir sein. Ich habe keinen 3. Punkt. Aber wenn ich ihn hätte, dann wäre es dieser. Tu es. In Vers 22 steht, dann hauchte er sie und sagte, empfang Heiligen Geist. Liebe Freunde, möge Gott euch mit seinem Heiligen Geist befähigen. Tu und gehorsam zu sein, wenn er euch in die Welt sendet, die er so sehr liebt. Möget ihr den Frieden empfangen, den nur er geben kann. Zu seiner Herrlichkeit. Ich möchte beten.
Herr, ich danke dir für dein Wort, dass du so gut bist und dass du in unsere Situation hineinkommst, auch wenn wir es nicht erwarten. Und du veränderst unsere Situation. Ich danke dir für, was du für uns getan hast an diesem Kreuz. Wir werden vielleicht das nie auf dieser Erde zum ganzen vollen Ausmaß verstehen. Aber Herr, du bist so gut und du bist unser König. Wir wollen unser ganzes Leben leben zu deiner Ehre. Amen.